Ein Statiker hat sich hier jetzt das Explosionsobjekt angesehen, hat den Schutthaufen kontrolliert. Die nächste Vorgangsweise wird sein, ein Privatunternehmen wird jetzt mit der Feuerwehr in etwa einer Stunde beginnen, den Schuttkegel langsam abzuarbeiten, weil wir noch immer nicht wissen, ob sich noch verletzte und verschüttete Personen in dem Explosionsbereich befinden. Die Löscharbeiten konnten jetzt großteils eingestellt werden. Es flackern zwar noch immer wieder Glutnester auf. Die Arbeit der Feuerwehr mit 150 Einsatzkräften ist hier perfekt abgelaufen. Es waren mehrere Drehleitern im Einsatz, die nach der Explosion den großflächigen Dachbrand bekämpfen konnten. Die verletzten Personen wurden in die Krankenhäuser gebracht. Wie gesagt, wir warten jetzt auf das Privatunternehmen, das dann mit uns gemeinsam beginnen wird, den Schuttkegel abzubauen. Aber da kann dann vermutlich noch der Einsatzleiter einige Informationen zu dieser Tätigkeit geben. Genau, also wir haben beim Eintreffen einmal festgestellt, dass ein Großteil des dritten und vierten Stockes durch die Explosion beschädigt wurde und de facto auf der Straße vor dem Gebäude gelegen ist. Wir haben daraufhin einmal sämtliche Gas-, Energie-, Stromzufuhr zum Gebäude abgeschalten und sofort mit der Evakuierung des betroffenen Gebäudes begonnen. Dort haben wir eine Person auch noch, die aufgrund des eingestürzten Stiegenhauses nicht mehr das Gebäude selbstständig verlassen konnte, über die Drehleiter dann retten können. Zum restlichen Gebäude, das wurde in Koordination mit der Polizei gemeinsam evakuiert. Es sind, wie gesagt, bis jetzt die meisten Personen in Sicherheit. Wir werden jetzt noch mit den Bergungsarbeiten nach Abschluss der Löscharbeiten fortfahren. Wie schon erwähnt, das ist ein privates Unternehmen, eine Baufirma mit der Sanierung beauftragt und die jetzt auch in Kooperation mit uns dann die weitere Abarbeitung des Schuttkegels oben vornehmen wird. Und dann wird sich zeigen, wie die darunterliegende Situation ist und wie wir da weiter vorgehen müssen. Seitens des Roten Kreuzes sieht die Situation momentan folgendermaßen aus. Wir haben 5 Personen in die umliegenden Krankenhäuser gebracht, wobei Verletzungsmuster da waren, die also aus solchen Situationen eben entstehen. Rauchgasvergiftungen da waren, beziehungsweise auch Kollapssituationen vorherrschend waren. Es sind momentan 10 Personen im Gemeindesaal zur kriseninterventionellen Betreuung momentan vor Ort. Wir haben also von den Kräften her nach wie vor etwa 25 Einsatzkräfte vom Roten Kreuz, die Wiener Rettung bzw. der ÖMTC-Hubschrauber ist auch noch vor Ort, um entsprechende Interventionen durchführen zu können. Ich gehe mal davon aus, und das hat der Kamerad von der Feuerwehr auch schon gesagt, dass also jetzt bei der Räumung hoffentlich niemand mehr aufgefunden wird. Sollte das der Fall sein, sind unsere Kräfte weiter vor Ort, bis hier die Suche endgültig abgeschlossen ist. Ja, auch seitens der Polizei in Niederösterreich ist das ein großer Einsatz. Wir sind mit mehr als 100 Beamten hier im Einsatz, mit Spezialisten vom Bundeskriminalamt, Brandermittler vom Bundeskriminalamt, aber auch vom Landeskriminalamt. Suchhunde stehen parat, das heißt, wir warten jetzt, bis die ersten Maßnahmen gesetzt werden, wo eben diese Räumlichkeiten abgetragen werden. Und hinsichtlich der Ursache können wir im Moment noch nicht sagen, deshalb sind unsere Spezialisten jetzt vor Ort und werden dann gemeinsam mit der Feuerwehr hier die nächsten Schritte setzen und die Ermittlungen beginnen. Beamte vom Landeskriminalamt und auch von der hiesigen Dienststelle führen jetzt Ermittlungen, Erhebungen durch. Das heißt, es wird versucht, Kontakt aufzunehmen mit jenen Personen, die hier gemeldet sind. Das ist gerade im Gange, wird wahrscheinlich noch eine Zeit dauern. Die Personen sind gemeldet, das heißt, wie groß der Komplex der Betroffenen? 63. Ja. Meines Wissens sind es über 60.